Habt ihr das gesehen? Da saß man doch als härtester Fleischfresser drin, so, oh, diese knuffigen, sprechenden Tiere. Und die Schweinchen Babe, die ist dann immer so unschuldig, so, la la la, la la la, la 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 la. Und als dann Babe zu dieser alten Hündin hingeht und fragt, darf ich Mama zu dir sagen? In dem Moment war ich Vegetarier. Ich habe eine Woche später versucht, ein Kotelett zu essen. Ich hatte immer das Gefühl, das Kotelett blickt mich von unten an. La, la, la. La, la, la. Ja, Kotelett, ich will deine Mama sein. Gibt es viele Vegetarier hier? Hey, zu schwach die Hand zu heben. Ja? Vegetarier wo? 400 Meter. Oben auch? Wie seid ihr hochgekommen? Respekt. Wow. Also, echte Vegetarier? Also, Vegetarier sind manchmal ein bisschen arrogant zu uns Fleischfressern. Sie kommen oft an so, haha, kein Fleisch zu essen, das gebietet einem schon die Moral, das Gewissen, der Intellekt. Klar, Pflanzen sind einfacher zu fangen. Scheiß Löwenzahn. Entschuldigung, Maya. Vegetarier haben ein einfaches Leben, ne? Die müssen sich nicht rumärgern mit dem Humor von Fleischwarenfachverkäuferinnen. Mein Gott, ha? In meinem HL-Markt, bei mir um die Ecke, meine Fleischwarenfachverkäuferin, die hat immer so einen lustigen Spruch auf den Lippen. Weißt du, so irgendwie, letztes Mal packt sie das Fleisch ein, ne, so, ja, blickt mich an und sagt so, Mei, wenn wir die nicht fressen, dann fressen sie uns. Die haben seit der BSE-Zeit über der Fleischtheke ein Schild hängen, da hat die mit Hand drauf gemalt, unsere Rinder sind Wahnsinn. Kommt das vom Fleischessen? Hm? Oder ist es dieser abgefahrene Humor, den Frauen bei Männern so lieben? Das ist schräg, wenn heute Umfragen gemacht werden bei Frauen. Umfrage, was ist das Wichtigste für Frau beim Mann? Über 80% sein Humor. Ab Platz 30, Aussehen, Hintern, an erster Stelle soll mich zum Lachen bringen. Echt? Es ist dann scheißegal, wie dieser Witzbold ausschaut. Hä? Stell mal vor, ich wäre so eine Mischung aus Fips Asmussen und Quasimodo der Glöckler. Weißt du, Buckel, ein Auge auf der Stirn, das andere auf der Backe. Hey, Süße, kennst du den schon? Oh, haha, mei, bist du lustig, du Buckelfips, heirate mich. Ja. Ich glaub das nicht. Wir Männer geben es wenigstens gleich zu. Uns Männern ist der Humor bei Frauen in erster Linie mal scheißegal. Da kann so ein dummes Playmate-Liesel kommen, so, hi, ich bin's Handy, wie sandig am Strand. Aha, ja, komm her, halt den Mund, das passt schon. Hey. Und die humorloseste Zone auf der ganzen Welt, das sind Aufzüge. In Aufzügen gibt es keinen Humor, kein Lacher, Tabu. Ne? Ich musste vor einiger Zeit was besorgen, Kaufhaus, Elektronikabteilung, 5. Stock, denk mir, okay, nimmst du einen Aufzug. Ne? Drück ihn, Aufzug kommt an, Tür geht auf und da steht da schon immer einer drin und die schauen dann so raus. Das ist mein Aufzug. Nimm den nächsten. In diese entspannte Atmosphäre steigt man dann ein.
In Aufzügen wird nie gesprochen, kein Wort. Psst, das ist die Keimzelle aller Pantomimen. Viele Leute halten sogar während der Fahrt die Luft an. So mancher ist zwischen zweiten und vierten erstickt. In Aufzügen ist die oberste Devise. Nur nicht auffallen. Jetzt bloß keine braune, unauffällig muss man auch schwarz getan, die Plastiktüte dabei haben. Selbstbemalt. Kennt ihr das? In Kaufhausaufzügen, da läuft oft Musik und immer Scheißmusik. Was? Immer so. Wie so Disco Fox von so einem Pontempi Alleinorgel unterhalten. Ich frage mich oft, sitzt er am Dach von jedem Aufzug so ein Typ? Hey, ihr seht so aus, als ob ihr tanzen wollt. Ja, nicht mit dir. Disco Fox, weißt du, Disco Fox Tänzer? Mein großes musikalisches Hass- und Feindbild aus den 80er Jahren. Slipper, weiße Socken, Buntfaltenhose, buntes, aber geschmackloses Hemd, Schnäuzer, Scheitel, Krawatte, Leder, schmal, gelb. Disco-Fox-Tänzer, die dann immer so: It's a really good feeling. You got me rocking and grilling. You got me baking and steaming. Und ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis im Punkto Disco-Fox-Tänzer. Ich war 18 Jahre alt in der Diskothek, gute Musik, Disc-Jock gelegt auf Smoke on the Water von Deep Purple. Wir braven Burschen sind auf die Tanzfläche und haben unsere verdammte Pflicht getan. Hey, und in dem, ihr wisst jetzt nicht, was kommt, in dem Moment, wo wir alle so drauf waren, in dem Moment zischt an uns vorbei ein Disco-Fox-Tänzer-Pärchen und tanzt zu Smoke on the Water. Tipp, tipp, das ist so der Moment im Leben, wo viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen. Gut, ich als Heuschnupfenallergiker bin nicht anfällig für harte Drogen. Kokain zum Beispiel. Wer kokst? Ich frage sie mal ganz gern, meldet sich doch oft irgendein Vollidiot. Ich bin ein Vegetarier und habe mich später gemeldet. Als Heuschnupfenallergiker kannst du gar nicht koksen. Na, überleg mal, im Sommer, du ziehst dir so eine Riesenlein rein. Plötzlich an der Nase eine Polle. Poppen 1000 Mark am Tisch. Euro. Sag mal, Euro klingt definitiv tuntiger als die Mark. Mark, Euro! Das ist die Keimzelle aller Pantomimen. Viele Leute halten sogar während der Fahrt die Luft an. So mancher ist zwischen zweiten und vierten erstickt. In Aufzügen ist die oberste Devise. Nur nicht auffallen. Jetzt bloß keine braune, unauffällig muss man auch schwarz getan, die Plastiktüte dabei haben. Selbstbemalt. Kennt ihr das? In Kaufhausaufzügen, da läuft oft Musik und immer Scheißmusik. Was? Immer so. Wie so Disco Fox von so einem Pontempi Alleinorgel unterhalten. Ich frage mich oft, sitzt er am Dach von jedem Aufzug so ein Typ? Hey, ihr seht so aus, als ob ihr tanzen wollt. Ja, nicht mit dir.
Disco Fox, weißt du, Disco Fox Tänzer, mein großes musikalisches Hass- und Feindbild aus den 80er Jahren. Slipper, weiße Socken, Buntfaltenhose, buntes, aber geschmackloses Hemd, Schnäuzer, Scheitel, Krawatte, Leder, schmal, gelb. Disco Fox, Humor bei Frauen in erster Linie mal scheißegal. Da kann so ein dummes Playmate-Liesel kommen, so: Hi, ich bin's Handy, wie sonnig am Strand. Aha, ja, komm her, halt den Mund, das passt schon. Und die humorloseste Zone auf der ganzen Welt, das sind Aufzüge. In Aufzügen gibt es keinen Humor, kein Lacher, Tabu. Ne? Ich musste vor einiger Zeit was besorgen, Kaufhaus, Elektronikabteilung, 5. Stock, denk mir, okay, nimmst einen Aufzug. Ne? Drück hin, Aufzug kommt an, Tür geht auf und da steht da schon immer einer drin und die schauen dann so raus. Das ist mein Aufzug. Nimm den nächsten. In dieser entspannten Atmosphäre steigt man dann ein. In Aufzügen wird nie gesprochen, kein Wort. Habt ihr das gesehen? Oh, da saß man doch als härtester Fleischfresser drin, so, oh, diese knuffigen sprechenden Tiere. Und die Schweinchen Babe, die ist dann immer so unschuldig, so. La la la, la la la, la 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 la. Und als ein Babe zu dieser alten Hündin hingeht und fragt: Darf ich Mama zu dir sagen? In dem Moment war ich Vegetarier. Ich habe eine Woche später versucht, ein Kotelett zu essen. Ich hatte immer das Gefühl, das Kotelett blickt mich von unten an. La la la, la la la. Ja, Kotelett, ich will deine Mama sein. Gibt es viele Vegetarier hier? Hey, so schwach die Hand zu heben. Ja? Vegetarier, wo? 400 Meter. Oben auch? Wie seid ihr hochgekommen? Respekt! Wow. Also, echte Vegetarier? Also, Vegetarier sind manchmal ein bisschen arrogant zu uns Fleischfressern. Ja. Also, sie kommen oft an so, haha, kein Fleisch zu essen, das gebietet einem schon die Moral, das Gewissen, der Intellekt. Klar, Pflanzen sind einfacher zu fangen. Scheiß Löwenzahn. Entschuldigung, Maya. Ja. Vegetarier haben ein einfaches Leben, ne? Die müssen sich nicht rumärgern mit dem Humor von Fleischwarenfachverkäuferinnen. Mein Gott, ha? In meinem HL-Markt, bei mir um die Ecke, meine Fleischwarenfachverkäuferin, die hat immer so einen lustigen Spruch auf den Lippen. Weißt du, so irgendwie, letztes Mal packt sie das Fleisch ein, ne, so, ja, blickt mich an und sagt so: Mei, wenn wir die nicht fressen, dann fressen sie uns. Die haben seit der BSE-Zeit über der Fleischtheke ein Schild hängen, da hat die mit Hand drauf gemalt: Unsere Rinder sind Wahnsinn. Kommt das vom Fleischessen? Hm? Oder ist es dieser abgefahrene Humor, den Frauen bei Männern so lieben? Das ist schräg. Wenn heute Umfragen gemacht werden bei Frauen, Umfrage, was ist das Wichtigste für Frau beim Mann? Über 80% sein Humor. Ab Platz 30, Aussehen, Hintern, an erster Stelle, soll mich zum Lachen bringen. Echt?
Es ist dann scheißegal, wie dieser Witzbold ausschaut. Hä? Stell mal vor, ich wäre so eine Mischung aus Fips Asmussen und Quasimodo der Glöckler. Weißt du, Buckel, ein Auge auf der Stirn, das andere auf der Backe. Hey, Süße, kennst du den schon? Oh, haha, mei, bist du lustig, du Buckelfips, heirate mich. Ja. Ich glaub das nicht. Wir Männer geben es wenigstens gleich zu. Uns Männern ist doch klar, Pflanzen sind einfacher zu fangen. Scheiß Löwenzahn. Entschuldigung, Maya. Ja. Vegetarier haben ein einfaches Leben. Ne? Die müssen sich nicht rumärgern mit dem Humor von Fleischwarenfachverkäuferinnen. Mein Gott, in meinem HL-Markt, bei mir um die Ecke, meine Fleischwarenfachverkäuferin, die hat immer so einen lustigen Spruch auf den Lippen. Weißt du, so irgendwie, letztes Mal packt sie das Fleisch ein, ne, so, ja, blickt mich an und sagt so, Mei, wenn wir die nicht fressen, dann fressen sie uns. Die haben seit der BSE-Zeit über der Fleischtheke ein Schild hängen, da hat die mit Hand drauf gemalt, unsere Rinder sind Wahnsinn. Kommt das vom Fleischessen? Oder ist es dieser abgefahrene Humor, den Frauen bei Männern so lieben? Das ist schräg, wenn heute Umfragen gemacht werden bei Frauen. Umfrage, was ist das Wichtigste für Frau beim Mann? Über 80% sein Humor. Ab Platz 30, Aussehen, Hintern. An erster Stelle, soll mich zum Lachen bringen. Echt? Es ist dann scheißegal, wie dieser Witzbold ausschaut. Hä? Stell mal vor, ich wäre so eine Mischung aus Fips Asmussen und Quasimodo der Glöckler. Weißt du, Buckel, ein Auge auf der Stirn, das andere auf der Backe. Hey, Süße, kennst du den schon? Oh, haha, mei, bist du lustig, du Buckelfips, heirate mich. Ja. Ich glaub das nicht. Wir Männer geben es wenigstens gleich zu. Uns Männern ist der Humor bei Frauen in erster Linie mal scheißegal. Da kann so ein dummes Playmate-Liesel kommen, so, Hi, ich bin Sandy, wie sandig am Strand. Aha, ja, komm her, halt den Mund, das passt schon. Hey. Und die humorloseste Zone auf der ganzen Welt, das sind Aufzüge. In Aufzügen gibt es keinen Humor, kein Lacher, Tabu. Ne? Ich musste vor einiger Zeit was besorgen, Kaufhaus, Elektronikabteilung, 5. Stock, denk mir, okay, nimmst du einen Aufzug. Ne? Drück hin, Aufzug, kommt an. Disco Fox, weißt du, Disco Fox Tänzer, mein großes musikalisches Hass- und Feindbild aus den 80er Jahren. Slipper, weiße Socken, Buntfaltenhose, buntes, aber geschmackloses Hemd, Schnäuzer, Scheitel, Krawatte, Leder, schmal, gelb. Disco-Fox-Tänzer, die dann immer so. It's a really good feeling. You got me rocking and grilling. You got me baking and steaming. Und ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis im Punkto Disco-Fox-Tänzer. Ich war 18 Jahre alt in der Diskothek, gute Musik, Disc-Jockey legt auf Smoke on the Water von Deep Purple. Wir braven Burschen sind auf die Tanzfläche und haben unsere verdammte Pflicht getan. Hey! Und in dem, ihr wisst jetzt nicht, was kommt, in dem Moment, wo wir alle so drauf waren, in dem Moment zischt an uns vorbei ein Disco-Fox-Tänzer-Pärchen und tanzt zu Smoke on the Water. Tipp, tipp, oh!
Das ist so der Moment, die Tür geht auf und da steht da schon immer einer drin und die schauen dann so raus. Das ist mein Aufzug. Nimm den nächsten. In dieser entspannten Atmosphäre steigt man dann ein. In Aufzügen wird nie gesprochen, kein Wort. Das ist die Keimzelle aller Pantomimen. Viele Leute halten sogar während der Fahrt die Luft an. So mancher ist zwischen zweiten und vierten erstickt. In Aufzügen ist die oberste Devise. Nur nicht auffallen. Jetzt bloß keine braune, unauffällig muss man auch schwarz getarnt die Plastiktüte dabei haben. Selbst bemalt. Kennt ihr das? In Kaufhausaufzügen, da läuft oft Musik und immer Scheißmusik. Was? Immer so. Wie so Disco Fox von so einem Pontempi Alleinorgel unterhalten. Ich frage mich oft, sitzt da am Dach von jedem Aufzug so ein Typ. Hey, ihr seht so aus, als ob ihr tanzen wollt. Ja, nicht mit dir. Habt ihr das gesehen? Da saß man doch als härtester Fleischfresser drin, so, oh, diese knuffigen, sprechenden Tiere. Und die Schweinchen Babe, die ist dann immer so unschuldig, so, la la la, la la la, la 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 la. Und als dann Babe zu dieser alten Hündin hingeht und fragt, darf ich Mama zu dir sagen? In dem Moment war ich Vegetarier. Ich habe eine Woche später versucht, ein Kotelett zu essen. Ich hatte immer das Gefühl, das Kotelett blickt mich von unten an. La, la, la. La, la, la. Ja, Kotelett, ich will deine Mama sein. Gibt es viele Vegetarier hier? Hey, so schwach die Hand zu heben. Vegetarier wo? Oben auch? Wie seid ihr hochgekommen? Respekt! Wow. Also, echte Vegetarier? Also, Vegetarier sind manchmal ein bisschen arrogant zu uns Fleischfressern. Ja, also, sie kommen oft an so, haha, kein Fleisch zu essen, das gebietet einem schon die Moral, das Gewissen, der Intellekt.